Palästina, Freiheit, Palästina, Freiheit und Frieden für Palästina, Freiheit und Frieden für Palästina. Dankeschön, Mahmoud Fayoumi. Übrigens, er ist nicht nur ein grandioser Flötenspieler, sondern auch Sozialpädagoge. Das hat er mich extra gebeten, hier nochmal zu sagen. Ja, ich begrüße jetzt Laura von Wimmersberg. Sie ist, wie ich auch, schon seit 1980, nicht 18, 1980 in der Friedenskoordination Berlin. Sie ist langjährige Moderatorin und sie wird euch jetzt etwas vorstellen. Laura, bravo! Ja. Ihr Lieben, ich begrüße euch herzlich und möchte euch vorstellen, Ziad Musa, er gehört zu einem Verein, der mit Pädagogen zusammenarbeitet. Er wird den Verein vorstellen kurz. Dieser Verein hat einen Brief geschrieben an die Schulsenatoren. Der Brief ist vorhin von Ismail erwähnt worden, der einen unsäglichen Inhalt hat. Ich werde nachher etwas dazu sagen, aber vorher wird Ziad diesen Brief erstmal verlesen. Ziad, sagt, wer ihr seid. Dankeschön, Laura. Assalamu alaikum. Schulfrieden kann nicht durch Diskriminierung geschaffen werden. Wir sind eine Gruppe, die heißt Kifaya. Auf Deutsch heißt es, es reicht. Kifaya ist eine Gruppe gegen antipalästinensischen Rassismus für Schülerinnen und ihre Eltern. Wir sind eine Gruppe, die sich gegen den antipalästinensischen Rassismus an Berliner Schulen einsetzt. Kifaya ist ein Netzwerk aus Schülerinnen, Eltern, Lehrerinnen, Studentinnen, Wissenschaftlerinnen, Anwältinnen, Akteurinnen aus dem Antidiskriminierungsbereich und Kunstschaffenden. Und heute möchte ich euch einen Brief vorlesen, den die Eltern, palästinensische Eltern, geschrieben haben an die Senatoren für Bildung, Familie und was noch? Jugend. Und Jugend. Sehr geehrte Frau Senatorin, wir als Eltern von Kindern und Jugendlichen palästinensischer Herkunft sind äußerst besorgt über die Situation unserer Kinder an den Berliner Schulen. Sie fühlen sich diskriminiert und wir machen uns große Sorgen bezüglich ihrer psychischen und schulischen Entwicklung. Es gibt eine zunehmende Diskrepanz zwischen den Anforderungen und Haltungen der Familien und der Gesellschaft, was sich vor allem im Schulalltag niederschlägt und ihrem Schreiben vom 13. Oktober 2023 mit der Überschrift Umgang mit Störungen des Schulfriedens im Zusammenhang mit dem Terrorangriff auf Israel Ausdruck findet. Wir Eltern sind fassungslos und irritiert, wenn unsere Kinder uns von zunehmenden Einschränkungen ihrer Meinungsfreiheit und Sanktionen in der Schule berichten. Die Sanktionen, die Sanktionierung wegen Aussagen wie Free Palestine oder das Tragen einer Kufia sind nicht nur eine Maßnahme und klare Verletzung der im deutschen Grundgesetz verankerten Rechte auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit, sondern sie kann auch einen großen Schaden hinsichtlich der psychischen Identitätsentwicklung unserer Kinder verursachen. Unsere Kinder haben gelernt, dass sie in einer multikulturellen Gesellschaft leben, wo verschiedene Kulturen mit ihren spezifischen Identitätselementen friedlich zusammenleben. Das ist nicht nur erlaubt, sondern ist erwünscht. Aber
Sie erleben leider das Gegenteil. Man braucht keine Psychologie, man braucht kein Psychologe zu sein, um die problematischen Auswirkungen dieser antipalästinensischen Kampagne für die Identitätsentwicklung unserer Kinder und Jugendlichen zu erraten. Für Frieden und Toleranz müssen wir alle kämpfen. Sie, Frau Senatorin, erreichen aber mit Anordnungen dieser Art eher das Gegenteil. Durch solche Maßnahmen schaffen Sie einen fruchtbaren Boden für Wut, Ärger und Frustration bei den Jugendlichen und dauerhafte Konflikte in den Schulen und Familien. Wir haben Angst, dass diese einseitige und diskriminierende Erfahrung unserer Kinder verunsichert und dazu führt, dass die radikalen Gedanken empfänglicher werden und wir noch wenig Einfluss auf sie haben. Wir machen uns Sorgen über die Frage, wohin das führen soll, wenn die Meinungsfreiheit weiter eingeschränkt wird und der Nahostkonflikt so einseitig dargestellt wird. Aus den oben genannten Gründen bitten wir Sie, Ihr Schreiben vom 13. Oktober 2023 mit der Überschrift Umgang mit Störungen des Schulfriedens in Zusammenhang mit dem Terrorangriff aus Israel aufzuheben. Hoch die internationale Solidarität! Hoch die internationale Solidarität! Und ich danke euch. Wir, die Berliner Friedensbewegung, danken euch auf von Kiefer und dem SIAD und euch Eltern und Erziehern und Mitmenschen, die sich dafür eingesetzt haben, dass dieser Brief aus eurer Community so schnell geschrieben werden konnte. Ich habe versucht rauszukriegen, ob aus anderssprachigen Elternbereichen so etwas zustande gekommen ist. Ich habe es nicht erfahren können und ich gehe davon aus, dass es nicht der Fall ist, obwohl ja alle Kinder in diesem Fall involviert sind. Ich möchte aber auf etwas noch hinweisen, was auch in diesem Brief steht und ich für außerordentlich gefährlich halte. Ich möchte ergänzen, in diesem Brief der Schulsenatoren darauf aufmerksam zu machen, mit der sich die Senatoren pädagogisch absolut disqualifiziert. Und was wir meiner Meinung nach auf gar keinen Fall unbeantwortet sein lassen dürfen. Auch wenn die ohnehin äußerst schwierige Schulsituation an unseren Schulen aufgrund der politischen Ereignisse noch weiter verschärft ist, rechtfertigt das nicht, die Schulleiter aufzufordern, Mittel anzuwenden, die dem demokratischen Erziehungsauftrag außer Kraft setzen und ihm entgegen sind. Das schulische Personal, was auch immer das ist, wird in dem Brief der Senatoren aufgefordert, Zitat, Verdachtsfälle strafbarer Handlungen unmittelbar der Polizei zu melden. Wobei als strafbare Handlung unter anderen genannten Handlungen ausdrücklich genannt wird, das Tragen des Palästinensertuches, Tragen von Stickern mit der Aufschrift Free Palestine und Aussagen, die für Palästina Freiheit fordern. Diese Richtlinien sollen in die Hausordnung der Schulen eingeführt werden. Das heißt, dass diese Richtlinien nicht vorübergehend gedacht sind, sondern auf Dauer. Wie schon in dem Brief von Kifia gesagt wird, sehen auch wir in dem Brief Hinweise auf erhebliche Einschränkung der Meinungsfreiheit, aber auch die Aufforderung zu Denunzion und Bespitzelung. Und das heißt, Lehrer werden von ihrer obersten Dienstbehörde aufgefordert, ihre Schüler zu denunzieren.
Lehrer, die Vorbild und Vertrauenspersonen für die ihnen anvertrauten Kinder und Jugendlichen sein sollen, zeigen ihre Schüler bei der Polizei an. Das muss man sich mal vorstellen. Anstatt ihnen zu helfen, mit der schwierigen gegenwärtigen Situation umzugehen, anstatt ihnen Mut zu machen und verstehen zu helfen, was gerade passiert. So erzieht man eine Spitzelgeneration und Untertanen. Das ist eine bildungspolitische Bankrotterklärung, die wir nicht unwidersprochen lassen dürfen. Das geht alle an, Eltern und auch Nicht-Eltern. Auch wenn wir davon ausgehen, dass viele Lehrer diese Richtlinien nicht mitmachen werden. Aber es ist eine große Gefahr für die Demokratie. Ich fordere euch auf, macht, wo ihr könnt, auf diesen Skandal aufmerksam. Wir fordern die GEW, aber auch andere Gewerkschaften auf, sich dieses Falls anzunehmen. Nur wer davon Kenntnis hat, kann dagegen kämpfen und sich wehren. Liebe Mitstreiter, liebe Freunde, liebe Genossen, Mut ist gefordert und aufrechter Gang. Dankeschön, Laura. Ja, wir haben einen langen Weg vor uns. Freiheit für Palästina! Und wir müssen wirklich aufpassen, dass wir auf diese Art und Weise, was gerade in der Politik passiert, unsere Meinungsfreiheit einbüßen und in einen faschistischen Staat rüberrutschen, ohne es zu merken. Ja, wir werden jetzt diese Kundgebung, ich wollte erst noch mal sagen, wir sind sehr froh, dass wir doch so viele waren, trotz dieses veränderten Ortes. Und ich kann mal so sagen, für die Polizei, weil die gibt ja auch immer gerne Zahlen raus. Ich sag mal, wir sind 1000. Beziehungsweise wir waren zumindest im Verlaufe dieser Veranstaltung 1000. Wir werden jetzt diese Veranstaltung, diese Kundgebung beenden mit einem Gedicht, das Mohammed vortragen wird von Erich Fried, einer meiner verehrtesten Autoren überhaupt. Und dann wird Mahmoud noch einmal spielen. Und dann sind wir, glaube ich, alle sehr glücklich, uns vielleicht demnächst zu ähnlichen Treffen wiederzusehen. So, Mohammed. Also vor dem Hintergrund der ganzen Antisemitismusvorwürfe, uns gegenüber oder Menschen, die Israel kritisieren, habe ich gedacht, dass dieses Gedicht von Erich Fried, einem österreichischen Juden, eigentlich sehr gut passt, leider, zu der Situation. Betitelt Eure Toten, die Palästinenser an die Zionisten. Eure Toten. Eure toten Eltern und Großeltern, eure toten Brüder und Schwestern, auf die ihr euch immer beruft, eure Toten, die euer Trumpf sind, eure Toten, für die, die ihr euch Geld bezahlen lasst, als Wiedergutmachung. Sie sind nicht mehr eure Toten. Ihr habt eure Toten verloren, denn eure Toten, das waren die Opfer, der Mörder, die Gerechten, die Unterdrückten. Die Machtlosen, die Verfolgten und ihre Kinder, das waren eure Toten. Jetzt aber seid ihr Machtanbeter und Mörder geworden und ihr werft Bomben auf eure Opfer, wenn sie sich wehren. Ihr vertreibt die Machtlosen aus ihren niederen Hütten, ihr kommt rasselnd in rasenden Panzern, ihr lasst das Sprühgift aus euren Flugzeugen regnen, nieder auf unsere Felder und euer Napalm auf unsere Frauen und Kinder. Glaubt ihr denn, eure Toten würden euch wiedererkennen?
versteckt in eure Panzer und Kampfflugzeuge. Eure Toten sind übergegangen zu uns. Opfer zu Opfer, Verfolgte zu Verfolgten. Denn die Ermordeten sind der ermordeten Brüder und Schwestern und nicht die der Mörder. Eure Toten wollen euch nicht mehr kennen. Vielen Dank. Dankeschön für dieses tolle Gedicht eines Juden aus Österreich.